Herzlich willkommen heute Morgen bei dieser Serie Ein Brief an Korinth. Und ich weiß nicht, ob du heute das erste Mal da bist, denkst du, was soll das denn, Brief an Korinth? Was will ich denn? Korinth, Korinthenkacker, um was geht's jetzt hier eigentlich? Und vielleicht warst du auch schon öfters da und merkst, na gut, es sind Gottesdienste, logisch, hat was mit der Bibel wahrscheinlich auch zu tun. Aber die Bibel ist natürlich ein sehr faszinierendes Buch, da man auf der einen Seite die Meinung darüber haben kann, das ist alt, das ist verstaubt. Oder ich werde dir Folgendes versprechen, du wirst heute etwas erleben, vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu, dass dieses alte Buch extrem viel mit deinem Leben zu tun hat. Ich will so weit gehen, dass du Dinge, die dort aufgezeigt werden, in deinem Leben wiedererkennen wirst, obwohl es so alt ist, dieses Buch. Und wir werden heute einsteigen in dieses Buch und schauen, was es heute, dieses Thema auf sich hat, Liebe statt Eifersucht. Darum geht es heute. Und der Brief ist im zweiten Teil der Bibel, es ist an eine Gemeinde in Korinth, deswegen heißt es Brief an Korinth, sehr, sehr kreativ, ja. Der Titel und auch der Titel des Buches. Aber man weiß gleich, um was es geht. Und gleich im ersten Vers wird gesagt, für wen dieses Buch eigentlich ist. Das ist ja sehr interessant. Wer ist der Adressat? Paulus heißt es hier, den Gott zum Apostel Jesu Christi berufen hat. Einer der größten Theologen, die jemals gelebt haben. Paulus und sein Mitarbeiter Sosthenes schreiben diesen Brief. Also sind wir schon mal die Autoren. Interessant. An die Gemeinde Gottes in Korinth. An alle, die durch Jesus Christus zu Gott gehören. An alle, die erlebt haben, dass man durch Jesus eine Liebesbeziehung zu diesem Gott haben kann, nach der du und mich, ich uns sehnen. Gott hat euch dazu berufen, also diese Leute, die das erleben, diese Liebesbeziehung, so zu leben, wie es ihm gefällt. Nicht Paulus, Gott. Unser Brief richtet sich auch an alle anderen, die Jesus Christus auf der ganzen Welt, das ist meine Zielgruppe, ja, als unseren gemeinsamen Herrn anbeten. Also, liebe Freunde, wenn du dich als Christ bezeichnest, wie immer wird es ungemütlich für dich, weil dieser Brief ist für dich. Wenn ich als Atheist bezeichne, wird es sehr interessant werden, weil du eine Innenansicht siehst, wie einer der größten Theologen sagt, was sind die Wurzeln des christlichen Glaubens und was ist daraus geworden. Und vielleicht wirst du dann dein Leben drin wiederfinden und sagen, okay, das sind auch die Dinge, die mich bis jetzt vielleicht davon abgehalten haben, auf diesen Jesus mich einzulassen. Und die Prinzipien, die du heute kennenlernst bei Liebe und Eifersucht, die kannst du auf alle Lebensbereiche anwenden, auf eine Kirche, wenn es ICF geht, hier auf diese Kirche, kannst du auf Familie anwenden, auf die Arbeitsstelle, auf Freundschaften. Die Mechanismen, wirst du merken, passen überall. Wir wollen einsteigen in den Background dieser Stadt Korinth, weil die Frage ist ja, warum hat das was mit deinem Leben zu tun? Du wirst gleich merken, Korinth, das war die Stadt der damaligen Zeit. Ich als selbstbewusster Münchner würde sagen, das München der damaligen Zeit. Korinth, that was a place to be. Das war die Weltstadt, die Stadt, wo du hingezogen bist, die Wirtschaftsstadt. Das heißt, wenn du Geld verdienen wolltest, wenn du gesagt hast, ich will Karriere machen, bist du 100% nach Korinth gezogen. Die wirtschaftsstärkste Stadt der ganzen Umgebung. Ich habe gehört, laut Wirtschaftsprognosen, an Nummer 1 die besten Wirtschaftswachstumschancen hat München. An Nummer 2, ich weiß zwar nicht warum, war Starnberg. Deswegen, liebe Videopodcast-Zuhörer, zieht doch nach München. Schön, ja, nee, Quatsch. Also Korinth war jetzt für Deutschland, sagen wir mal, München der damaligen Zeit. Die Metropole, du bist da hingezogen, es war aber auch die Bildungsstadt Nummer 1. Ohne Titel warst du nichts, sehen wir an unserem ehemaligen Verteidigungsminister. Das war einfach das Ziel, einen Titel zu kriegen, an die Bildungshochburg zu gehen und zu sagen, ich mache einen Abschluss, ich werde jemand sein, der damit auch die Karriere machen kann. Es war auch die Sporthochstadt Nummer 1. Es gab wunderbare Sportspiele der damaligen Zeit und die waren etwas anders als heute. Auch, naja, gibt es gewisse Parallelen. Bei Olympischen Spielen ist dir vielleicht mal aufgefallen, dass die Sportler recht enge Anzüge anhaben. Ist dir mal aufgefallen? Nicht? Nö, noch nie aufgefallen. Ja. Okay, die sind recht eng und die Sportler, die können sich das auch echt leisten, ne? Da so 6-Packs, 7-Packs, 12-Packs. Alles durchdefiniert, ja, so wunderbar, ja. Und die Sportler damals Zeit haben einfach keinen Neoprenanzug oder sonst was, die haben einfach oben ohne das Ganze gemacht. Dann hast du auch alles gesehen. Deswegen war ein recht hoher Körperkult. Da konntest du nicht mit Push-Up, BH, Bauch weg, Gürtel und hier irgendwas aufpimpen, pimp up my body. Ging nicht, weil du warst einfach, ja, nackt. Okay, aber jedenfalls, der Körperkultur war sehr hoch und es war das Motto, nur der Erste zählt. Also Olympische Spiele sind schon eine Weiterentwicklung, weil da gibt es ja noch einen zweiten und einen dritten Platz. Aber die Mentalität in Korinth war, der Zweite ist der Erste der Letzten. Das kannst du vollkommen vergessen. Es geht nur um eine einzige Sache. Wer ist die Number One?
Wer ist der Beste? Wer ist der Schönste? Wer ist der Erfolgreichste? Und das Motto in Korinth war, schwach ist keiner. Wir alle sind stark. Wir alle tragen Masken. Wir alle tun so, als wären wir perfekt. Das Motto war auch in Korinth, alles ist dir erlaubt. Es war die Vergnügungsstadt Nummer 1. In der damaligen Zeit hat man gesagt, werd nicht wie ein Korinther. Tu nicht Korintherin, hat man damals übersetzt im Griechischen gesagt. Weil diese Vergnügungshauptstadt war dafür bekannt, dass alles erlaubt ist. Viele von uns denken, naja, die sexuelle Aufklärung, die gerade auch erst bei uns so vor einiger Zeit, und jetzt sind wir total aufgeklärt hier in Deutschland und alles darf man und One-Night-Stand, Two-Night-Stand, Three-Night-Stand, Four-Night-Stand, Five-Stand, Stand Together, Go Away. Das ist alles total neu, wir sind einfach so aufgeklärt alle. Korinth, liebe Freunde, dagegen waren wir Kindergeburtstag. Korinth war alles wirklich erlaubt, offiziell. Es gibt ja bei uns immer noch so Dinge, die noch, naja, so halb erlaubt sind. Ja? Zum Beispiel als Mann, wenn du gesagt hast, Mensch, ich hätte mal gerne wieder Sex, ich habe zwar eine Frau, aber ich gehe jetzt einfach mal zum Tempel, zu meinen Göttern und da gibt es auch Tempelprostituierte und die warten nur drauf, dass ich mal meinen Druck ablassen kann. Das war gesellschaftlich vollkommen normal. Da hat sich keiner drüber aufgeregt. Ich habe gesagt, ist doch klar, ist doch logisch. Ja, frei nach dem Motto, jeden Tag, glaube ich, werden 8 Millionen Samenzellen produziert, die müssen auch raus. Das ist vollkommen normal. Jeder Mann ist halt so. Das war die Mentalität von Korinth, liebe Freunde, wo Paulus dann einen Brief hinschreibt und sagt, lass uns mal ehrlich werden, liebe Korinther, liebe Münchner. In der Mentalität, alles ist erlaubt. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Sind wir eigentlich frustriert in Beziehung? Sind wir eigentlich verletzt? Und ist es eigentlich so, egal ob verheiratet, Christ, nicht Christ, was auch immer, wenn wir jetzt einen Verstärker an dein Herz anschließen könnten, und der Schmerz aus Beziehungen, Ex-Beziehungen, aktueller Frust verstärkt würde, dass wir alle einen Hörsturz kriegen würden jetzt? Weil der Schrei des Schmerzes, des Frustes so laut ist in unserer Stadt. Kann das sein? Paulus redet drüber, die Mai-Serie musste unbedingt kommen. Da werden wir das Megafon mal kurz hier anschließen und schauen, was Gott sich dir vorschlägt. Und es hat so überhaupt nichts mit Moral und Ethik zu tun, wirst du merken. Was Paulus auch heute über Liebe und Eifersucht sagt. Und das Interessante ist, dass Paulus davon ausging und auch erlebt hat, dass der Zeitgeist, also alles, was normal war für die Korinther, einfach für Leute, die Christen wurden, das heißt, die erlebt haben, diesem Jesus ist wirklich etwas möglich, diese Liebesbeziehung zu diesem Gott möglich, dass diese Christen einfach nur den Stempel Christ bekommen haben. Ich habe da mal irgend sowas gebetet, Jesus, ich will so deine Ideen rausfinden. Aber sie leben genauso weiter wie vorher. Genauso gleich weiter. Und das zeigt Paulus auf, ist übrigens auch heute so. Es war auch damals ein Götterkult, sehr weit ausgebreitet, weil es ging ja darum, du musst die Nummer 1 sein, schwach gibt's nicht, alles ist erlaubt, aber du brauchst ja auch irgendwie Beistand. Deswegen gab es einen wunderbaren Götterkult in Korinth. Das heißt, du hattest ein Problem, das Problem sollte weg. Was machst du? Gehst zu deinem Gott. Der Gott ist der Problemlösegott. Das ist der Wunschautomat. Extra dafür gefunden, für dich, lieber Mensch. Du hast ein Problem. Houston, I have a problem. Du funkst mal nach oben. Und es war so ein gewaltiges Angebot, ja, von verschiedenen Göttern. Zum Beispiel Zeus. Hast du vielleicht schon den gehört? Gottvater Zeus. Zeus war ein gewaltiger Typ. Der war dafür zuständig. Ich muss kurz gucken. Er war zuständig für Wetter, Landbau. Und jeder Bauer und jeder, der gesagt hat, ich brauche Wetter, weil ich mache da eine Party, ne, hat gesagt, Zeus, hier bin ich. Ich habe hier ein Opfer für dich. Und du weißt, was das bedeutet. Ich bete jetzt mal, ich gebe dir das Opfer und du weißt dann, was dein Job ist, Zeus, oder? Sind wir uns klar? Arbeitsteilung? Du hast das zu tun, was ich will. Ist doch logisch, Zeus. Und wenn du es nicht machst, wechsle ich den Gott. Weil es gibt doch noch mehr, Zeus. Ne? Solange du machst, was ich will, Gott, bin ich dabei. Ja? I am here to worship. Dann, wenn du Zeus nicht mehr so ganz getaugt hat, bist du vielleicht zu Poseidon gegangen, des Gottes Meeres, der Schifffahrt und so weiter. Wenn du ein paar Fischchen fangen wolltest, hast du gesagt, ja, hier bin ich. Ich brauche dich, Wunschautomat, oben Gebet rein, unten kommt das Ergebnis raus, das ich vorher definiere. Ich definiere vorher als Korinther, ich bete das jetzt, ich opfer das jetzt und dann kommt aber auch bitte Folgendes unten raus. Gott.
diese Mentalität, komm Korinther zum Glauben. Oder Apollon, der Gott der Musik, der Poesie, der Medizin, der Wahrsagekunst. Der Poseidon, bist hingegangen, wenn du nicht mehr weiter wusstest. Ja? Egal, ob du ein bisschen aufgebaut werden wolltest durch Musik oder ob du gesagt hast, naja, also ich brauche jetzt mal schon einen Tipp. Ich weiß nicht, ist es die brünette oder die blonde Frau? Ist es der Beruf oder der Beruf? Ich brauche jetzt die Götter. Die müssen mir jetzt mal wieder helfen. Wieder Gebet oben rein. Definiert, was unten rauskommen muss. Und da gibt es noch mehr, da gibt es dann noch die Göttin Athenis und so weiter. Und der Punkt ist, dass Paulus jetzt ein bisschen ans Limit kommt, weil, ich habe dir gesagt, in dem Zeitgeist, wo du zum Glauben kommst, genauso bist du, egal ob du dich Christ nennst oder nicht, am Anfang deiner geistigen Reise. Sie kommen in die Kirche und merken sich, was für ein cooles Konzept hier im Christentum. Es gibt nur noch einen Wunschautomat für alles. All you can eat, all inclusive, dieser Jesus, da muss ich ja nicht mehr zum Zeus, Poseidon, Artemis, ist ja eh zu anstrengend, so viele Götter, geht gar nicht. Jetzt haben wir nur noch einen, Mensch, ist das toll, Jesus, also ich sag dir einfach, was ich will. Ja? Gebet, oben rein, unten kommt aber auch Bitte, ja, dass wir uns ganz klar verstehen, Gott. Raus, was ich sage. Diese Mentalität haben wir alle auch ein bisschen, gell? Solange Gott nach meiner Pfeife tanzt, Gott darüber, das hätte ich jetzt gerne, wie so ein verwöhntes Einzelkind oder ein kleines Baby. Mein Sohn, wenn der was will mit seinen 1¾ Jahren, was macht er? Und ich denke mir als Vater, ja, ja, ist klar, ne? Und er hat die Mentalität, Papa und Mama sind dafür da, rüber, ich hätte gern das da oben, da würde ich gerne auf den Herd fassen, da würde ich gerne kochen, da würde ich gerne machen. Ist so klar. Wunschautomat, Papa, Wunschautomat, Mama. Und im Endeffekt, was du dann machst, ist, du machst dich selber zu Gott. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Weil du weißt, was Gott zu tun hat. Du entscheidest in deinem Herzen, wie dieser Gott zu tanzen hat, nach deinem Rhythmus. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Jungs, Mädels, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. In eurem Götterkult könnt ihr das machen. Aber mit dem lebendigen Gott funktioniert es leider und zum Glück, in Klammern, andersrum. Er entscheidet, was er in deinem Leben tut. Und wenn du verstehst, dass er Gott ist und nicht ein Wunschautomat, ändert sich deine Perspektive, sagt Paulus, dann sagst du, was willst du eigentlich, Gott? Und du wirst im übertragenen Sinn, wenn ich dich ein bisschen provozieren möchte, der Wunschautomat, für Gott! Jetzt wird's krass, gell? Der Paulus, der dreht einfach mal alles so um und sagt, ja, liebe Freunde, das hieße, du hast verschiedene Möglichkeiten, dein Leben zu leben, aber ein Christ definierter ist jemand, der sagt, dein Wille geschehe, Gott. Wenn du mir einen Impuls gibst, das mache ich. 180 Grad als andere. Und Paulus geht davon aus, dass diese Mentalität in die Freiheit führen soll. Da müssen wir uns auf jeden Fall heute mit beschäftigen. Weil ich glaube, wir alle haben eine Prägung mitgenommen von unserem Zeitgeist, die sagt, auf Leistung kommt es an. Deswegen sagen wir auch, genau wie die Korinther, glaube ich, ohne dich zu kennen, sagen wir, ich will der Beste sein. Ich will die Nummer eins sein. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich Anerkennung bekomme für das, was ich tue. Und der zweite und der dritte neben mir sind Konkurrenten. Weil wenn der zu gut wird, oder der, dann sitze ich vielleicht nur noch hier. Tief in uns drin ist, glaube ich, etwas drin, dieser Kampf, wie unser Herz sich entscheidet. Liebe, Eifersucht sind nur Folgen, wirst du gleich merken. Ich möchte einsteigen in das dritte Kapitel dieses wunderbaren Buches. Ich empfehle dir ja nach wie vor, selber zu Hause die Bibel aufzuschlagen. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 1. Liebe Brüder und Schwestern, so hat man damals die Christen angeredet. In Klammern, heute nicht mehr. Meiner Meinung nach. Ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Also die an den Punkt gekommen sind, nicht mehr Wunschautomat Gott, sondern die sagen, Gott, ich bin dir zur Verfügung, was du tun möchtest. Und im Glauben erwachsen sind, also das scheint das Ziel zu sein. Ihr wart noch wie kleine Kinder. Steht da halt, ich hab's nur übersetzt.
die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus gar nicht kennen, liebe Korinther. Ihr lebt immer noch genauso wie vor diesem Gebet, dieser Entscheidung, ich möchte gern diesen Zugang zu Gott nutzen. Ihr seid immer noch in der Ego-Trip, Egoismus. Das heißt, das ist die erste Phase, wenn du dich für Gott öffnest, ist immer diese Phase, das ist auch okay. Dass ich sage, okay, super, Wunschautomat. So kommen fast alle Menschen zu dieser Beziehung zu Gott, weil sie Wünsche äußern und merken, ups, jetzt macht er das. Am Anfang macht Gott das Spiel mit, das finde ich echt interessant. So die erste Phase, da läuft es einfach so rund. Ne? Da läuft es, flutscht einfach. Du betest und es passiert einfach. Du wünschst dir was und es kommt. Schön. Genau wie als kleines Kind. Beweisen Neid und Streit unter euch nicht und Eifersucht, dass ihr immer noch wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Liebe Korinther, ihr seid zwar eine Kirche, ihr nennt euch eine Kirche, aber ihr streitet die ganze Zeit rum. Neid, Eifersucht und Vergleichen prägen euch. Warum? Weil es um Leistung geht. Wer ist der Beste, wer ist die Nummer eins? Und ich glaube, du hast zwei Möglichkeiten, was in dir Wurzeln sein können für Neid, Streit und Eifersucht. Und Jesus möchte an diese Wurzeln gehen, nicht sagen, das ist aber böse, das wissen wir selber. Ja. Dass Eifersucht nicht die beste Mentalität ist, weil es macht wen frei? Unfrei? Mich macht es unfrei. Eifersucht, Neid. Genau wie Vergleichen. Es gibt in Korinth das Problem, dass die Leute anfangen, einen geistlichen Schwanzvergleich zu machen. Die Männer unter uns wissen, was das bedeutet. Wenn du im Fußballverein so hast wie ich und dann so in der F-Jugend das erste Mal duschen gehst, hast du meistens eine Unterhose noch an. Meistens. Oder spätestens, wenn die Haare wachsen, schämst du dich. So ist es bei den Männern. Dann ziehst du dann Unterhose an. Sobald aber der Moment beim Fußballclub eingetreten ist, dass alle Männer, die Frauen, das lernt ja sehr viel über Männer, alle Männer ohne Unterhose duschen gehen, weil sie irgendwann merken, das ist ja auch peinlich. Passiert immer Folgendes unter Duschen bis in die Ewigkeit rein. Du kommst rein. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder oder weil wir ernsthaft glauben, die Länge macht's aus. Hat irgendwie Dr. Sommer wahrscheinlich erfunden, aber ist egal. Genauso glauben wir, dass die Nummer 1 Gaben und Talente, geistlicher Schwanzvergleich, ist genau gleich. Boah, die hat die Gaben, die hätte ich aber gerne. Boah, wie der redet, was der da macht, wie die da ist, wie was weiß ich. Und ich bin total unfrei, weil ich vergleiche, anstatt zu sagen, jeder Mann hat einen Joystick bekommen und er sollte ihn benutzen, anstatt zu sagen, er vergleicht, ob es größer, kleiner, mittel oder was immer gäbe. Das wäre eine andere Einstellung. Ich möchte dir kurz zeigen, was dahinter steckt. Ich glaube, es gibt zwei Extreme in deinem und meinem Leben, was Gründe für Neid, Streit, Eifersucht und auch für Taten sind, wo wir Leute verletzen. Das kann entweder Stolz sein oder Minderwert. Beides ist übrigens Stolz. Stolz heißt, ich drücke andere runter, damit ich mich besser fühle. Ich bin der Beste, ich bin der Tollste. Schwachsein gibt es bei mir nicht. Ich kann alles. Ich bin besser als ihr. Minderwert ist auch eine Form von Stolz. Die heißt, ich soll andersrum den Schwanzvergleich machen. Alle sind toller, alle sind besser, alle sind heiliger, alle haben bessere Gaben. Nur ich habe keine guten Gaben. Die haben alle das, aber ich habe es nicht. Und beides sind Punkte, die dich und mich unfrei machen. Geh mal vollkommen weg von der moralisch-ethischen Schmarrnschiene. Das sind Wurzeln in deinem und meinem Leben. Und die Frage ist, was ist der gesunde Mittelwert? Was ist der Nullpunkt, wo man sagt, hier, wer ist gesund? Möchte ich gleich vorlesen? Paulus sagt, das würde bedeuten, selbstbewusst sein. Übersetzt für die Theologen, Demut. Selbst, es geht um mich. Ich bin mir bewusst, wer ich bin. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was sind meine Gaben und was sind definitiv nicht meine Begabungen? Und das Sein bedeutet, ich weiß, dass Gott mich liebt, wie ich bin. Ich muss niemanden runterdrücken oder jemand anders nach oben heben. Und wie, ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest in deinem Leben. Ich glaube, wir rangen immer so ein bisschen hin und her bei Dingen in unserem Leben, in der Firma, in der Kirche, in der Familie.
Und beides macht uns unfrei. Ich weiß nicht, was deine größere Herausforderung ist. Ich möchte dir sagen, was meine größere Herausforderung von den beiden ist. Und du wirst wahrscheinlich überrascht sein. Meine größere Herausforderung ist für mich hier. Ich möchte eine Statistik vorlesen, die alle Pastoren und Leute, die Pastoren werden wollen, ein bisschen demotiviert. Aus USA, 1500 Pastoren hören jeden Monat in den USA auf, geben auf. 70% davon, weil sie depressiv und angeschlagen sind. 70%, das ist viel. 80% der Pastoren, Männer und Frauen, sind entmutigt und fühlen sich unfähig. Wow, was ein geiler Job. 80% der Absolventen eines theologischen Studiums sind nach 5 Jahren nicht mehr im Dienst. Wow, magst du mit mir tauschen? Möchte jemand Pastor werden? Toller Job. Warum ist das so? Ich glaube, dass die meisten Pastoren und die meisten Leiter hier kämpfen mit schlechten Gefühlen, sich unfähig fühlen. Alle anderen Pastoren können das besser. Alle anderen Small Group Leiter sind besser. Die haben, das ist der bessere Vater, das ist die bessere Mutter, das ist die bessere Schwester. Und dann kommen negative Gefühle in dein und mein Leben und dann kommt das Problem, wo Streit, Neid und Eifersucht anfängt, weil wir Dinge tun in unseren schlechten Momenten, in den Punkten, wo wir uns nicht mehr gut fühlen, wo wir uns unwohl fühlen, wo wir Dinge sagen und tun, die unlogisch sind. Ich habe es dir oft gesagt in den letzten Wochen, ich werde es auch noch ein paar Mal sagen die nächsten Wochen. In diesen Momenten sagen wir Sätze wie, ich tue mir mal was Gutes. Und wenn du so einen Gedanken hast, hinterfrag ihn bitte. Weil die Wahrscheinlichkeit ist bei 95%, dass du dir dann gar nichts Gutes tust. Ich habe lange Zeit, wo mir nicht bewusst war, dass hier mein Hauptpunkt ist, ja, wo ich mit kämpfe, wenn ich mir nicht bewusst ist, wie ich mit Gottes Hilfe zu dem Nullpunkt komme, habe ich in Situationen, wenn ich nach Hause kam, alle war, vielleicht ein Feedback bekommen hat, das mich runtergezogen hat, vielleicht nicht zufrieden war mit meiner Predigt, vielleicht mit irgendwas, habe ich gesagt, okay, jetzt tue ich mir was Gutes und das war bei mir Essen. Was für eine tolle Idee nachts um 22:30. Das ist so die beste Idee, die du haben kannst. Ich tue mir was Gutes. Oh, super, gell? Und das glaubst du dann wirklich selber, gell? Also ich habe das wirklich geglaubt. Oh, jetzt tue ich mir was Gutes, Kühlschrank auf, ja, Wahnsinn, gell? Ich habe gewusst, es ist bescheuert, was ich mache, aber ich hatte ja ein Loch hier drin, verstehst du? Minderwert, schlechte Gefühle. Und weil es mir nicht bewusst war, habe ich es gestopft. Das kannst du auch bei Stolz, ist genau das Gleiche. Dann fängst du nämlich an, entweder das zu machen oder du fängst an, schlecht über Leute zu reden, andere Leute runterzumachen. Streit fängt an, Eifersucht fängt an. Warum hast du Eifersucht? Weil du denkst, Mann, der ist an die Nummer 1 und da möchte ich doch auch hin. Deswegen bin ich eifersüchtig. Oder? Freiheit wäre, laut Paulus, dass ich sage, ich bin, wie ich bin. Ich habe Stärken, ich habe Schwächen. Dazu stehe ich auch, was für die größte Freiheit übrigens ist, die ich dir gönnen möchte. Ehrlich zu sein, zu sagen, nee, das kann ich nicht. Aber unser System, auch im Job und der Schule, sagt dir etwas anderes. Ich weiß nicht, die meisten von uns werden wahrscheinlich in der Schule gewesen sein, hoffe ich jetzt mal. Sonst wirst du verfolgt in Deutschland. Ja, Schulpflicht, egal. Okay, die meisten werden wahrscheinlich in der Schule gewesen sein. Und das Schulsystem sagt dir Folgendes. Überleg mal, als du das erste Zeugnis nach Hause gebracht hast. Vielleicht erinnerst du dich noch. Und dann überleg mal, was deine Eltern gemacht haben oder was auch du machen wirst, wenn dein Kind das Zeugnis nach Hause bringt. Stell dir vor, es sind nur Einsen auf dem Zeugnis und eine 4. Was passiert? Ja, ganz gut. Aber die 4 in Englisch, Tobias, da müssen wir jetzt was tun, gell? Und der Fokus geht nur noch wo drauf? Auf das, was du nicht kannst. Du gehst nicht den Fokus drauf, jo, oh, überall Einsen, Wahnsinn, aber die 4. Und dann sagt dir unser Schulsystem, du musst nur genug ackern und rackern und Nachhilfe machen. Und dann bist du der Allrounder. Schwach ist keiner in unserer Gesellschaft. Wir können alles, immer, gleich, gut. Ist der größte Schwachsinn des Jahrhunderts. Weißt du was, wenn du deine Schwächen nicht anerkennst und sagst, ich mache da Schadensbegrenzung und investierst in deine Stärken und bist eine Identität, die sagt, das ist beides in meinem Leben, wirst du deine Stärken auch nicht ausbauen können. Das ist ganz einfach. Wenn deine Nachhilfe nur noch in Englisch geht, die nächsten 20, 30, 40, 100 Jahre, wirst du deine Stärke nicht ausbauen. Gottes Bild von dir und mir ist so, dass wir alle begrenzt sind. Ein selbstbewusster Mensch mit Demut sagt, ich bin begrenzt.
aber ich kriege raus, welche Stärken habe, indem ich zum Beispiel mich engagiere in einer Kirche oder in der Familie, mir Feedback hole und schaue, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, probiere neue Dinge aus und merke immer mehr, dass am Ende vom Tag durch diese Liebesbeziehung mit Gott ich immer noch geliebt bin. Und das ist Freiheit. Das ist Selbstbewusstsein. Paulus ringt hier drum, dass die Leute diese Schritte gehen, dass sie das Prinzip anwenden und er stellt ihnen eine gesunde Alternative vor. Die lese ich euch kurz vor. 1. Korinther 3, 4 bis 5. Streiten alle da, ne? Wenn die einen unter euch sagen, ich gehöre zu Paulus und andere ich zu Apollos, das waren zwei Leiter in dieser Kirche, dann benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass es euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Paulus ist der Meinung, jeder hat seinen Part in einer Familie, in einer Gesellschaft, in einer Kirche. Umso bewusster mir das ist, desto mehr nehme ich den ein. Und ich finde interessant, dass er drei Wörter für Diener verwendet. Die möchte ich dir kurz zeigen, weil im Griechischen merkt man manchmal im Urtext der Bibel, dass da noch mehr Bedeutungen drinstecken. Das erste Wort für Diener ist das Wort Diakonei, das heißt Tischdiener. Das erste Wort, das Paulus verwendet, um den Christen in dieser Kirche zu erklären, wie eine Familie oder wie eine Kirche funktioniert, sagt er, wenn jeder die Einstellung hätte eines Tischdieners. Das ist übrigens genau das Gegenteil von runterdrücken oder andere immer besser machen, um mich praktisch mit meinem Minderwert und meinem Stolz umzugehen. Das heißt, ich möchte einfach mit anpacken. Das war eine Grundeinstellung laut Paulus. Er sagt, wenn Egoismus einzieht, kannst du nachlesen im 3. Kapitel, wenn Egoismus einzieht in deine Familie, in deine Arbeitsstelle, in deine Kirche oder in deine Fußballmannschaft, ist es das Anfang vom Ende. Weil die Stolzen kämpfen gegen die, die unter ihnen sind gefühlt. Die Minderwertigen mit ihren schlechten Gefühlen reden schlecht über die, die angeblich besser sind als sie. Streit, Neid, Eifersucht, Trennung, Spaltung, egal in welchem Kontext du bist. Also das ist die erste Grundeinstellung. Die zweite Form von Diener ist Hyperetes, das heißt übersetzt Ruderknecht. Ein Ruderknecht hatte die Einstellung damals, dass er andere fortbewegt. Er hat gerudert, ganz praktisch, damit andere im Boot sitzen konnten und einfach schön gemütlich dahin chillen konnten und von A nach B kommen. Er sagt, ein freier Mensch mit Gottes Hilfe, der hier lebt, sagt, ich möchte immer mehr dazu helfen, dass andere weiterkommen, andere fördern. Und das ist gleichzeitig laut Paulus ein Heilmittel für dich. Wenn du anfängst, wenn du mit Stolz kämpfst und andere förderst und sagst, Jesus, hilf mir, den anderen so zu fördern, dass er vorwärts kommt, wird dein Stolz wahrscheinlich ein bisschen gebrochen. Wenn du Minderwert kämpfst und sagst, ich fördere andere, dass die aufblühen können, dann wird auch das sehr deutlich sich manifestieren und Stück für Stück verändert werden. Und die dritte Form von Diener, die er nennt, heißt Synergoi. Das heißt, der Mitarbeiter, der mit Gott zusammenwirkende. Er geht davon aus, dass wenn Jesus dich immer mehr befreien kann von deinem innerlichen Stolz, Minderwert oder sonstigen Antriebsfedern, warum du Dinge leistest, wirst du jemand, der hier hinkommt, immer mehr sein, der sagt, ich möchte mit Gott kooperieren. Der erwachsene Christ, habe ich am Anfang gesagt, ist jemand, der sagt, dein Wille geschehe. Nicht mehr Wunschautomat, sondern eine ganz andere Einstellung aus Vertrauen zu diesem Gott. Das sind viele Punkte, die dich und mich hinterfragen können heute Morgen. Und ich lade dich ein, ehrlich zu werden. Das ist immer der erste Schritt. Du kannst heute auch das Experiment machen, dass du zu Jesus sagst, vielleicht auch zum ersten Mal, zeig mir mal, wo ich kämpfe. Ist es Stolz? Ist es Minderwert? Ich glaube nicht, dass du ein Gebet sprichst und dann cool, I am free to run. Ich glaube, dein Leben lang wird es hier Ausschlagen geben, aber je mehr du mit diesem Jesus Schritte gehst, desto kleiner wird dieser Ausschlag. Nicht mehr boom, 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 sondern du bleibst immer mehr hier. Paulus sagt im Korintherbrief, kannst du auch zu Hause nachlesen, Jesus möchte dich befreien, damit du ihm dienen kannst. Er möchte dich aus deinen inneren Gefängnissen rausholen, weil jemand, der frei wird von Minderwert, frei wird von Stolz, der dahin kommt, ein gesundes Selbstbewusstsein zu sein, ein demütiger Mensch, der sagt, ich weiß, wer Gott ist, ich weiß aber auch, wer ich bin.
der wird jemand sein, der frei wird von Menschenfurcht, von Menschenabhängigkeit und wirklich die Dinge in seinem Leben angeht, die Gott auch für ihn vorgestellt hat. Zipora wird gleich ein gesungenes Gebet spielen. Und ich möchte dich einladen, einfach in deinem Herzen mit diesem Gott zu kommunizieren. Vielleicht auch zum ersten Mal. In diesem Lied geht es darum, um eine Vision, dass du ein Mensch werden kannst, wie es in einem Gebet in der Bibel heißt, der gepflanzt ist an einem Bach, wo immer Nahrung kommt, wo immer Power kommt, wo die Motive sich immer mehr verändern. Ich möchte beten für diese Zeit, dass es eine Zeit zwischen dir und Gott ist und dass du die ersten Schritte gehst und erlebst, dass Jesus dich von innen nach außen verändern kann. Jesus, ich danke dir einfach, dass du für jeden von uns eine gute Nachricht hast, dass du uns aus unseren inneren Gefängnissen des Minderwertes und des Stolz rausholen kannst und auch willst, wenn wir anfangen zu sagen, Jesus, hier bin ich, hilf mir, zeig mir, welche Schritte dran sind. Zeig mir auch, wo ich praktische Schritte gehen kann, wie einer dieser drei Dienerformen, indem ich entweder wie ein Ruderknecht anfange, Leute zu fördern, auch wenn es mir erstmal innerlich widerstrebt, weil ich denke, der wird jetzt besser als ich. Oder wie ein Diener werde, der sage, ich möchte mit dir kooperieren, ich probiere es einfach aus und im Tun, glaube ich wirklich, Jesus, veränderst du unser Herz, unseren Charakter. Und Jesus, ich danke dir für jeden in dieser Kirche, der bereits sagt, ich packe mit an. Ich möchte es auch praktisch erleben, ich warte nicht, bis meine Motive perfekt sind, sondern ganz im Gegenteil, mir ist es bewusst, dass ich am Kämpfen bin, aber ich werde mich nicht zufrieden geben, bis Jesus, du mich veränderst und ich erlebe, dass du mich frei machst.